Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montagmorgen, der 6. Dezember und hier ist Nationalfeiertag. Ich habe hoffentlich so ein paar Minuten länger schlafen dürfen und musste nicht geweckt werden. Ich habe mich wecken lassen, all die letzten Wochen, mit diesem kleinen Vibrationskissen. Das ist das Vibio. Vibio. Ich bin so ein bisschen aufgeregt, weil es ist ein sehr spannendes Produkt, ernsthaft. Es ist so ein kleines Plastikkissen, was einen rüttelt und schüttelt, wenn man eine Weckzeit einstellt. Das ist ein Wecker. Den packt man sich ins Bett unter das Kopfkissen und dann kann der auch klingeln, aber der rüttelt und schüttelt euch so ein bisschen und weckt euch. Und ich finde es ein total tolles Zubehör. Ich habe eine Zeit vorkonfiguriert mit dieser sehr, sehr schönen App, die jetzt gerade runterzählt. Und vielleicht fängt es gleich an zu vibrieren. Das Aufwachen ist sehr lustig damit. Es ist ein sehr interessantes Aufwachen. Ich habe Smartphones verbannt aus dem Schlafzimmer. Eine der wenigen Regeln, die ich mir für Smartphones auferlege, kein Smartphone im Schlafzimmer. Und deswegen lasse ich mich meistens von der Watch wecken, aber jetzt neuerdings von diesem vibrierenden kleinen Kissen. Und das Schöne ist, wenn man jetzt weiter schlafen möchte, dann kann man natürlich am iPhone und der Watch irgendwie rumspielen, das verlängern. Man kann auch einfach diese Schlaufe einmal ziehen. Und dann verlängert sich die Schlafenszeit, die Snooze-Time wird aktiviert für eine Minute. Das finde ich total nett. Ein total irrsinniges Gadget, was man aber sinnvoll benutzen kann, wenn man zum Beispiel ein Problem hat mit dem Hören oder so. Vibrationen einfach durch Vibrationen aufwacht. Oder man hat irgendwie eine Schichtarbeit, wo der eine an einem anderen Zeitpunkt aufstehen muss als der andere. Und das lässt sich mit unterschiedlichen Vibrationsstärken einstellen. Hat leider, das ist die einzige Fußnote, Micro-USB. Ich wollte ja eigentlich keine Micro-USB-Geräte mehr kaufen, aber für dieses Gerät mache ich eine Ausnahme. Tolles Design, wie ich finde. Sehr interessantes Gadget. Super leicht zu bedienen, also ernsthaft simpel. Die App ist toll, die App ist sehr einfach zu konfigurieren. Hat noch so Funktionen, wenn irgendwie wichtige Anrufe reinkommen, dann kann man sich benachrichtigen lassen. Alles egal, das Wecken, diese Weckerfunktion, die ist es wert. Das ist das Vibio. Und ich habe es sehr genossen, da die letzten Wochen mit aufzuwachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen bereits wieder.